Herzlich willkommen zu einem neuen Steinvlog auf diesem Kanal. Morgen später VfL Osnabrück gegen die SV Elversberg, nachdem der VfL ja letzte Woche wieder verloren hatte gegen Hansa Rostock. Bitter mit 2:1 verloren nach zwei unglücklichen Gegentoren. Einmal das eher schwächere Verhalten der Abwehr, 2-gegen-1 Situation gegen Perea und dann noch der unglückliche Elfmeter, der für mich persönlich kein Elfmeter war, natürlich jetzt bitter, aber das Spiel musst du da abhaken. Und jetzt geht's morgen gegen die Elversberger, die ja so wie wir immer ein gutes Spiel machen, aber auch glücklos sind sozusagen. Letzte Woche aber deutlich mit 5:0 verloren. Das war das bisher mit Abstand schwächste Spiel der Elversberger. Und ja, die wollen auf jeden Fall auch wieder was gut machen. Aber wir auch, also können wir uns auf ein spannendes Duell freuen, auch wenn es beide Teams noch nicht so mit dem Glück haben. Gestern Abend hat der VfL auch am Deadline Day einen weiteren Transfer vermeldet. Gestern Abend um 10 Uhr circa kam die Nachricht rein, dass Michael Cuisance vom FC Venedig an uns ausgeliehen wird. Die meisten werden ihn wahrscheinlich aus Gladbach kennen. Da hat er nämlich im Alter von 20 Jahren vor der Saison, glaube ich, 18, 19 war es, glaube ich, super Saison gespielt und dann nach Bayern gewechselt. Dort lief es aber leider nicht so gut. In der ersten Saison noch auf ganz guten Einsatzzeiten gekommen. Auch die Champions League gewonnen mit dem FC Bayern München. In dem Jahr haben die Bayern ja auch das Triple gewonnen. Aber danach mehrere Leihen hinter sich gehabt, dann der Transfer zu Venedig und dann nochmal ausgeliehen zu Genua in die Serie A, wo er dann ein bisschen Spielpraxis wieder sammeln konnte, aber auch nicht so die erhoffte Leistung gebracht. Und hoffentlich bringt Tobias Schweinsteiger dann Michael Cuisance wieder in die Spur. Wenn er es schafft, dann können wir uns auf einen Hammerfußballer freuen. Und ich habe auf jeden Fall richtig Vorfreude auf ihn. Wahrscheinlich steht er morgen leider noch nicht im Kader. Mal schauen. Aber ich bin sprachlos und ich freue mich einfach. Ich bin gerade noch unterwegs, da heute Community Day ist von Pokémon Go, von Glumanda. Die Leute, die Pokémon spielen, werden es kennen. Oder müssen es kennen. Und gerade hat Magdeburg gegen Hertha BSC gespielt. Und das Spiel ist 6:4 für Magdeburg ausgegangen. Erlebt man auch nicht so oft. Und Schalke 04 wieder ganz, ganz bitter in der 95. Minute gegen Wien, Wiesbaden, hat den Ausgleich kassiert. Aber das heißt für uns, wir könnten morgen an Schalke 04 vorbeiziehen und an Hertha BSC mit einem Sieg. Und das ist auch gar nicht mal so schlecht. Ihr könnt es schon sehen, morgen kommt auch wieder das Heimtrikot zum Einsatz gegen die Elversberger, gegen die wir auch ganz gute Erinnerungen haben. Nämlich beim letzten Heimspiel gegen die Elversberger konnten wir mit 1:0 gewinnen durch den Treffer von Chance Simakala, der jetzt aber leider in der Sommertransferphase nach Kiel leider gegangen ist. Herber Verlust, aber ich glaube, wir haben ihn ganz gut ersetzt oder können ihn ganz gut ersetzen. Und vielleicht kann das auch noch Michael Cuisance schaffen, der leider morgen nicht im Kader stehen wird. Kam vorhin die Meldung rein, war aber auch schon fast abzusehen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen früh in guter Stärke wieder, wenn man das so sagen kann. Es ist gerade ca. 11 Uhr. Wir sind ein bisschen spät dran, aber das schaffen wir schon und gleich geht's nach Osnabrück. So, vorher haben wir noch eine Jacke mitgenommen, um was zu trinken. Und jetzt geht's dann nach Osnabrück.
in Osnabrück angekommen und wie immer machen wir jetzt mit den Tipps weiter. Ich tippe auf ein knappes 2:1 für den VfL. Ich tippe auf einen Sieg für den VfL. Ich tippe auf einen Sieg für den VfL und zwar ein 2:0 und Grüße geht raus an Luca. So, jetzt gerade angekommen und jetzt geht's zum Stadion. Jetzt gibt's erstmal noch was zu essen und die Elversberger haben auch drei Ausfälle, die ein bisschen wehtun für sie, nämlich Correa zu einem und Martinovic sowie auch Robin Fellauer, also drei wichtige Leute für die Elversberger. Vielleicht könnte es uns ja auch heute zugutekommen. Die beiden Mannschaften sind auch schon da. Da Elversberg und da unser VfL. Stadion noch nicht so gefüllt, aber es wird sich auf jeden Fall gleich ändern. Der Gästeblock leider eher nicht so voll. Leider nur knapp 100 Elversberger dabei. Aber kann ja trotzdem super Fußballspiel werden. Hier eben nochmal wieder die Aufstellung. Hat sich ein bisschen was getan im Vergleich zum letzten Spiel. Einmal ist Rohrig für Gnase drin. Habe ich sehr gewundert, weil Gnase echt gut gespielt hat gegen Hansa Rostock. Und Conte ist aus der Startelf. Und dafür ist Charalambos Matrides in der Startelf. Conte hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Aber na gut, man weiß ja auch nicht, was da in den Trainingseinheiten passiert. Thank you.
Am Anfang ist der VfL reingekommen, wieder mit der ganzen Stückfahrt am Anfang, dann aber ja, wieder ein bisschen abgeflacht. Und
Und dann ist Elversberg auch wieder ein bisschen besser ins Spiel gekommen. Dann war ein bisschen offen, aber ohne viele Torschancen. Ja, also nicht wirklich was Nennenswertes passiert. Hoffentlich wird das in der zweiten Halbzeit besser. Weil 3 Punkte könnten wir heute echt sehr, sehr gut gebrauchen. Abseits. Aber da wäre es fast schon wieder passiert. Komplett frei zum Kopfball. Komplett frei, Mann. Katastrophe verteidigt. Wie jedes Spiel. Auf geht's, Auswärtskämpfen. Siege. 14.478 Zuschauer. Alle Heimbereiche sind natürlich ausverkauft. Thank you.
Zeit ist gleich rum. Ja, wir sind jetzt nochmal in der Ecke. Ich glaube, das wird nichts mehr. Ohne Worte. So, wir befinden uns schon auf dem Rückweg, sind aber noch in Osnabrück. Am Ende ist es 0:1 für Elversberg ausgegangen. Einfach keine gute Leistung, wieder defensiv, einfach fahrlässig. Jedes Spiel kriegst du irgendwie ein unnötiges Gegentor. Da musst du einfach näher am Mann sein. Und wenn du das nicht schaffst oder kannst, dann hast du halt eben keine Chance. Jetzt ist Länderspielpause. Gehst du mit einem Scheißgefühl in die Länderspielpause. Dann geht's in Hannover weiter. Dann gegen Hamburg und dann in Lautern. Also jetzt kommen echt harte Brocken. Man ist ratlos, wie man das schaffen soll. Aber man muss immer optimistisch sein. Sonst wird es auf jeden Fall nichts. Ich hoffe, der Vlog hat euch trotzdem gefallen. Und dann sehen wir uns gegen Hamburg wahrscheinlich beim schönen Flutlichtspiel wieder.